So, was darf ich denn jetzt hier nicht machen? Ich darf die doch normal wegdrehen, oder nicht? Ich darf nur nicht springen dabei, oder? Weil oben drauf ist eine Stahlkiste. Das heißt, ich kann die nicht kaputt drehen. Okay, jetzt muss ich nur noch hier drüber kommen. Ich wusste, dass das so passiert, ey. Nur noch. Ja, ich hab's gesagt. Nur noch. Ach, Jule. Am Ende kommt sowieso raus, dass ich irgendwo hier in Zombie Essen eine Kiste vergessen habe. Schön, jetzt sind wir wieder hier oben. Das ist nämlich besser, wenn wir hier oben sind. Muss ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich sagen. So, macht ihr erstmal alles kaputt, genau. Ja, du machst da oben dein Ding. Alles okay. Eieiei. Da springen wir ganz locker lässig drüber. Und hier auch. So. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Also wenn man oben drauf ist, ist das um einiges leichter. Das müssen wir zum Glück erstmal nicht mehr machen. Aber wir haben ja hier noch einiges. Ach, da macht er das drauf, okay. Da hinten ist nix. Jetzt geht das nur noch nach oben und dann nach links. Nur noch. Ja, ja. Ich hätte noch mein Checkpoint, bitte. Hier hatte ich auch irgendwo meine Probleme, weil da musste man über so Stacheln drüber springen und die Stacheln hatten irgendwie eine beschissene Hitbox. Da. Okay. Nee, wir haben Zeit, Julia, wir haben Zeit. Mach da alles langsam. Wir haben Zeit. Ich hab gedacht, hier wird einer schmeißen. Also ich höre auf jeden Fall einen schmeißen. Warum springst du nicht? Was ist dein Problem? So. Ich dachte, der wird hier oben rechts auf das Dings schmeißen. Puls. Gut, dass da ein Checkpoint war. Letzter Checkpoint, okay. So, stirb. Da bin ich ein bisschen vorbeigesprungen. Okay, dann ich muss länger auf der Plattform warten.
Das Vibrieren meines Handys hat mich aus der Ruhe gebracht. Was ist hier los? Kommentar. Schön. Lese ich jetzt nicht. Wahrscheinlich eh wieder nur eine Spammerei. Wann kommen wieder neue Videos? Oh ja, sag mal Bescheid. Es geht nicht um meinen Let's Play-Kanal. Nur um euch zu beruhigen. Ja, das war. Da war scheiße. Mich reingetreten. Deswegen hat das nicht geklappt. Ich hab grad keine Geduld irgendwie. So, jetzt langsam hier. So, wunderschön. Hier müssen wir jetzt wieder warten. Ga! Okay. Du? Die reite ich mal bis zum Ende. So. Okay, hier musste man jetzt gut timen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Yes! Neue Demo-Zeitschriften-Videos. Achso, du meinst die Let's Demonstrate? Die Let's Demonstrate. Gab's hier 104%? 102? Wie viel? Egal. Nee, 100% gab's hier und dann. Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erst nochmal Pipi. Und dann versuchen wir uns mal schnell. So schnell einfach mal an dem Relikt. Ja. Wir gucken mal. Ich bin mal grad. Wie ist denn meine Zeit? 4 Minuten, ach du Scheiße. Okay, ich war gar nicht mal so. Also ich hatte mal 3 Minuten 52, also das ist ganz schön weit von 4 Minuten 30 weg. Entweder hatte ich da nur einen guten Lauf. Oder das ist nicht so schwer. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal Pipi machen. Und dann hauen wir das Relikt noch rein, ne? Weil dann ist durch. Bäm. Dann werden es wohl keine 105. Was wollt ihr überhaupt? Ich habe Speedruns davon gesehen. Die sind total bekloppt, sind die. Und passen am Anfang alles ab und so. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Aber ich gehe erstmal Pipi. So. So. Ich habe mir auch noch direkt ein neues Bier mitgebracht, weil das ist auch schon dem Ende nah. Und zwar ein Perlenbacher Radler. Das ist so. Oh, ihr seht sehr viel. vom Lidl ist halt irgend so ein Billigbier. Ist, glaube ich, von der Oettinger Brauerei. Finde ich aber super lecker. Ist sehr, sehr lecker. Sehr, sehr leckeres Bier. Hab zwar im Internet irgendwie schlechte Bewertungen, weil es den Leuten nicht schmeckt und weil es zu süß ist oder so, aber mir schmeckt das super dubi. Mach ich das hier gerade noch leer? Also ich glaube, ich wollte gerade Spyro 2 sagen. Crash Bandicoot 2 wird nicht so lange dauern wie Crash 1. Glaube ich mal. Ich ziehe mal weiter. Lass mich wissen, ob es auf Anhieb mit dem Relikt geklappt hat. Kann ich jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich nicht.
Gut. Aber dann wünsche ich Dankeschön, dass du hier warst. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. So. Stormy Ascent. Auf Zeit. Es wird wundervoll. Ich sag's euch. Alles mit Geduld, Jürgen. Du hast Zeit. Yay! Es hat funktioniert. First try. Oh Gott. Mach das erstmal. Mach das erstmal. Alle Zeit der Welt habe ich. Auch wenn es nur ein Saphir wird. Ist nicht schlimm, das ist alles Übung, die mir später sowieso weiterhilft. Das finde ich auch scheiße, dass er das macht. Diesen Bauchplatscher. Nee, ich habe Zeit. Ich kann warten. Aber, was habe ich gesagt? Wir haben Zeit. Das war knapp. Das war gelogen, aber sowas von. Ich weiß, dass ich da die 2 Sekunden nicht mitnehme, aber ich weiß, damals, als ich es gespielt habe, habe ich die nicht mitgenommen, weil mir die einfach nichts gebracht haben. Hier ist jetzt irgendwie etwas anders. Weiß ich nicht. Es war klar, dass das passiert. Ah.